Die Mobilität, wie wir sie heute leben, emittiert CO2. Um aber die Klimaziele des Pariser Abkommens zu erreichen, muss dieser CO2-Ausstoß vermieden werden. Die Elektromobilität und Brennstoffzellenfahrzeuge sind bereits Optionen, um den Verkehr langfristig CO2-arm zu gestalten. Allerdings lassen sie sich so schnell nicht flächendeckend einführen. Zudem sind sie nicht für alle Mobilitätsarten geeignet. Die Lösung? Die zusätzliche Verwendung von regenerativen Kraftstoffen. Diese sogenannten Refuels ermöglichen den CO2-neutralen Betrieb von Verbrennungsmotoren. In der Forschungsinitiative Refuels – Kraftstoffe neu denken kommen Wissenschaft, Politik, Industrie und Gesellschaft zusammen, um die Entwicklung, Akzeptanz und den Serienstart voranzubringen. Das Projekt verfolgt also einen ganzheitlichen Ansatz und berücksichtigt dabei auch die Bedürfnisse einer Gesellschaft im Wandel. Das Ziel ist klar. Alle schon heute genutzten und gebauten Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sollen regenerative Kraftstoffe tanken können. Teilweise ist das bereits möglich. Refuels lassen sich auf unterschiedliche Arten herstellen. Aus biologischen Reststoffen und mit Hilfe von nachhaltig erzeugtem Strom aus CO2 und Wasserstoff. In den Versuchsanlagen des Karlsruher Instituts für Technologie wird genau das bereits in größerem Maßstab umgesetzt. Mit den erzeugten Kraftstoffen wird getestet, wie sich Refuels auf Fahrzeuge auswirken. Als Option für die Verkehrswende werden Refuels-Kraftstoffe unterschiedlich eingeschätzt. Um das gemeinsame Ziel, Klimaschutz im Verkehr, zu erreichen, bietet das Projekt eine wichtige Plattform für den offenen Austausch. Die Forschung zeigt, regenerativ hergestellte Kraftstoffe sind ein elementarer, ergänzender Baustein einer CO2-neutralen Mobilität. Mit Refuels Kraftstoffe neu denken machen wir gemeinsam den nächsten Schritt in Richtung einer modernen, klimafreundlichen und ressourcenschonenden Gesellschaft.